Kann man das eigentlich blocken? Ah, jetzt kommt er nach hinten. So, nochmal ein Powerangriff. Und das gefällt dir nicht so ganz, was ich hier anrichte. So, nochmal von oben einen tollen Angriff starten. Komm. Hier kann man nicht so viel Angriff. Wieder ein Powerangriff. Den nenne ich einfach mal so. Ich finde ihn einfach nur cool. Boah, fast tot, ey. Ich muss mal darauf achten, dass ich nicht so viel Treffer abkriege. Boah, schon wieder so viele Treffer abgekriegt. Das sieht ja fast so aus, als ob ich wieder fast verrecke hier. Oh, was ist jetzt? Ah. Ein kleines Mini-Spiel wieder gestartet. Oh, schnell ausweichen. Nochmal schön ausweichen. Los, kreis. Oh, und wieder gesmashed. Also der coolste Faktor der ganzen überhaupt Kämpfe hier sind eigentlich ein ziemlich Stück angehoben worden, finde ich. Also das kenne ich eigentlich nur wirklich aus Devil May Cry, dass die einfach mal so krass inszeniert wurden. Aber ich meine auch so fett inszeniert wurden. Das gab es noch wirklich in keinen wirklichen God of War Teil. Ich meine, die waren schon wirklich fett gemacht worden, aber ich kann nicht wirklich noch Geist machen, glaube ich. Nein, noch nicht. Nein, da muss ich wirklich erstmal den Bauch oder die keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, den Magen, den Bauch öffnen. Das werdet ihr ja gleich sehen. Ah, schon wieder der Angriff. Kann ich nicht viel tun. Ah. Gut ausgewichen. Nach rechts. Jetzt musst du auch mal bald tot sein, ey. Komm jetzt. Ich sehe auch nicht, wann der Angriff gestartet wird. Ah, jetzt. Können wir uns jetzt deiner Brust widmen. Und sie ist offen. Na, was nutzt mir? Was habe ich gerade benutzt? Genau. Ins Herz. Coole Rahmenattacke nochmal. Oh oh. Gaia, geht's nicht gut. Jetzt ist wieder eine kleine Ruhephase. Finde ich gut gemacht. Vom Actionanteil ins ruhige Etwas ins Innere von Gaia. Wow, es bewegt sich ziemlich viel. Nette Idee, diese haben hier. Finde ich cool gemacht worden, dadurch, dass man den Einblick oder ja, des Inneren von den Titanen sehen kann, oder besser gesagt nur von Gaia erstmal. Aber überhaupt, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, finde ich cool. Mal gucken, wo wir hinkommen. So, wo sind wir hier? Nach unten fallen lassen. Kennen wir ja auch alles. So, oh, ist das das Herz von Gaia? Sieht so aus. Na, dann werden wir uns mal dahin begeben. Hm, was ist das? Gaias Herz. Ja, wusste ich doch. Eine sehr lange Kamerafahrt, um zu zeigen, was man machen muss. Ja, dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Kann man das zerstören? Wie nicht. Finde ich ein bisschen seltsam. Steht da, Gaias Herz ist von einer undurchdringlichen Oberfläche umgeben, die nicht zerstört werden kann. Jo. Alles klar, verstehe.
Uns wurde gerade gezeigt, wir können das hier benutzen. Aber zuerst werde ich mich hier nach oben begeben, sonst können wir da nämlich nicht hin. Falls einer so überhaupt nicht weiß, damals, also Zeus ist der Sohn von Kronos, ja. Und Kronos hat durch ein Orakel erfahren, dass der Sohn von ihm, also einen seiner Söhne, er hatte mehrere gehabt, ihn stürzen wird. Und dadurch hat dann Kronos gesagt, ja, ich fresse jetzt alle meine Kinder. Und die Mutter wollte es aber nicht und hat ihn reingelegt und hat anstatt den letzten Sohn, also Zeus, hingelegt, damit er ihn fressen kann, sondern nur einen Stein. Die Mutter hat also Zeus zu Gaia geschickt, um ihn da aufwachsen zu lassen. Und Zeus wollte sich rächen und hat den Titanenkrieg begonnen. Also gegen Kronos, gegen seinen Vater. Und dadurch haben sie gewonnen und Zeus ist zum Olymp, zum König der Götter, aufgestiegen. Ich muss noch kurz was trinken. Mhm. Und Gaia war eigentlich seine Erzieherin. Und die mag er auch nicht, weil sie auch ein Titan ist. So ist es nämlich. Und hier sieht man nämlich, wo Zeus wahrscheinlich gelebt hat. Hier, ja, keine Ahnung, ein Riesentitan, der wahrscheinlich soll das Kronos darstellen, der seine Kinder isst. Und was haben wir hier? Zeus Adler. Ein wertvoller Besitz von Zeus. Starten Sie das Spiel neu, um das zu besitzen. Ja, kann ich jetzt nicht lesen. Müsste, glaube ich, irgendwas sein von wegen, ja. Oh, was war da? Da stand noch ein bisschen mehr. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Nochmal hoch, komm. Das haltet die doch aus, komm. Oh ja. Hier. So, was steht hier? Zeus. Nee. Spuren aus Zeus Kindheit. Was bitte der Wände. Bemalung der Wände, genau. Bemalung der Wände. Ja, vielleicht können wir uns noch ein bisschen hier umgucken. Hier, was steht das hier noch? Ja. Kronos oder alle anderen, die angegriffen werden. Finde ich cool, dass die ein bisschen mehr eingebaut haben und Handlungsfreiheit haben, sich irgendwas anzuschauen. So. Was steht da? R gedrückt halten. Bewegen. Ja, mache ich. Dann können wir es jetzt auch drehen. Das neu als neuestes. Dann können wir natürlich wieder, wie gewohnt, es hin und her schleudern. Das hat ja das letzte Spiel, was so ähnlich aufgebaut ist wie God of War, also Dante's Inferno, was ich auch gespielt habe, auch mit drinne. Ich muss sagen, ja, Dante's Inferno ist wirklich gut gemacht worden. Es hat aber trotzdem einige schlechte Spielelemente, die ich nicht so gut finde, das aber erst wirklich zum Ende kommt. Aber sonst ist es genial gemacht worden. Eine geniale Darstellung der Hölle. Hammer. Also kann ich nur empfehlen. Wenn ihr God of War mögt und eigentlich nicht genug davon kriegen könnt, kann ich nur Dante's Inferno wirklich empfehlen. Aber natürlich mein Liebling Devil May Cry kann das natürlich nicht stoppen. Oh, komm her. Das sollte ich ja machen. Und nochmal weggeworfen. Eine kleine Passage wieder. Ganz easy, um jemandem was beizubringen, wie das Spiel wirklich funktioniert. Und ein Power-Angriff. Hat die auch ganz schön geflasht. Und man sieht viel Blut, ungeschnitten, wo das ist rausgekommen. Ob es wirklich so gut ist, hätte man auch rauslassen können, weil so wichtig finde ich das auch wieder nicht. Viele finden es wichtig, ich verstehe nicht warum. Blut macht doch nicht ein Spiel aus. So. Hier wären wir angekommen. Ich muss R1 drücken und wir sehen wieder eine coole Cutscene. Glaube ich jedenfalls, dass es eine Cutscene ist. Und bitteschön. Oh, doch noch nicht. Oh, achso, ich kann noch kämpfen. Yeah. Und wieder nach oben. Kämpf dich durch, Kratos. Du bist der King. Ach, noch kam die Cutscene nicht. Ah, Gaia ist noch ein bisschen, ja, angeschlagen. Ruht sich noch ein bisschen auf. Ist okay.